Herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem 333. Wiener Derby mit unserem Cheftrainer Didi Kübauer. Didi, wie immer nach einem Spiel, das erste Statement gehört dir. Ja, wenn man die Statistiken anschaut, so wie es auch im Spiel empfunden, dass wir eigentlich überall besser waren, aber trotzdem glaube ich, dass uns heute ein bisschen die Genauigkeit gefehlt hat, speziell erste Halbzeit, wo wir eigentlich sehr viele Bälle unnötig verloren haben. Und dann hat die Austria das glückliche 1-0 gemacht. Haben sie dann eigentlich kurz nach der Pause eigentlich mit einer schönen Aktion den Ausgleichstreffer und dann, glaube ich, waren wir weit besser im Spiel und waren auch die aktivere Mannschaft, ohne dass wir jetzt dann im Minutentakt oder dass wir die großen Chancen rausspielen können. Wir waren die optisch bessere Mannschaft. Austria hat dann versucht, dass sie gut stehen und dann einen Umschalter kriegen. Aber in Anbetracht dessen, vor den letzten Wochen, müssen wir jetzt das X nehmen, obwohl ich glaube, dass wir trotz allem die bessere Mannschaft waren, aber es war jetzt nicht so, dass wir eben diese Chancen, die was wir in den letzten zwei Derbys gehabt haben, heute nicht in der Form gehabt haben. Ich bitte jetzt um ein kurzes Handzeichen, Christian Hackl. Ja, so ein bisschen dieses Hackabunda, gewisse Gemütigkeit oder Spritzigkeit gefällt. Ich nehme das Beispiel Kara, halt, was irgendwie logisch ist. Ich würde auch sagen, der Schmidt hat gesagt, ja, die ganze Partie ist schon eher an Zaforabe Nein, das Erste, das kann ich bestätigen. Ich denke, wenn du jetzt in 40 Tagen 13 Spiel hast, die Reisestrapazen, da rede ich jetzt nicht ausschließlich über die körperlichen, ich rede von der mentalen Geschichte. Es ist so, eigentlich musst du immer abliefern. Und in Anbetracht dessen waren wir heute wiederum optisch die bessere Mannschaft, aber wir waren sicher nicht die Mannschaft, die was wir in den letzten Derbys waren, aber da war diese Belastung nicht dieselbe. Und ich habe schon den Eindruck gehabt, dass die Austria mit dem X zufrieden ist. Sie haben dann hinten raus noch den einen Umschalter vielleicht gehabt. Aber ich glaube, dass wir schon noch versucht haben, aufs Zweite zu spielen. Aber wir waren halt nicht so genau, wie wir sein können. Aber nochmal, wenn ich da jetzt einmal sage, die Spieler sind nur Menschen und sind keine Maschinen, dann glaube ich, dann wird mich hoffentlich jeder verstehen oder nicht. Und die, die mich nicht verstehen, die sind mir herzlich wurscht. Gibt es weitere Fragen? Die ermittelt eigentlich gegen den souverän letzten, bis jetzt sieglosen Mannschaft gespielt. Wie ist da die Erklärung? Also die spielt gegen den letzten und der in dieser Saison in 6 Spielen keinen einzigen Sieg gewonnen hat. Man sagt, ja, man hat nicht gewinnen können oder nicht gut spielen können, weil man so viele Europacup-Spiele im Europacup und in der Meisterschaft hat. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber wie ist da die Erklärung? Was ich nicht verstehe, ist immer diese Art. Der eine Trainer sagt, wir haben so kleinen Kader, darum haben wir nicht gut gespielt. Und sie haben gesprochen, ja, auch draußen schauen, hat diese vielen Spiele. Haben wir es gehabt oder haben wir es nicht gehabt? Ja, aber. Haben Sie schon mal Fußball gespielt? 13 Spiele in 40 Tagen? Nein. Deshalb reden wir nicht weiter, ja. Weil ich es nicht gehabt und ich glaube, ich war ein sehr guter Profi. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, wenn ich eins beurteilen kann, weiß ich, was ein Spieler leisten kann. Und Sie werden nicht glauben, dass ein Spieler nach 13 Spielen. Mit dieser Kadersituation, was wir gehabt haben, wir haben 3 Corona-Kranke gehabt, wo wir 14 Spieler hinten raus gehabt haben und eigentlich oftmals dieselben Spieler gespielt haben, wo wir nicht diese große Bank gehabt haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da eine Ausrede suche, dann tut es mir leid für Sie. Wenn Sie das meinen, ich bin der Meinung, dass die Burschen das wirklich gut gemacht haben mit dieser Anzahl an Spielen, mit diesen Reisestrapazen und das ist für mich null Ausrede, sondern ich glaube, wir haben eigentlich in den Spielen in Österreich, in den 6 Meisterschaftsspielen, waren wir eigentlich nie die schlechtere Mannschaft. Wobei, dazu sagen wir, Hartberg war der einzige Unfall, wo ich der Meinung bin, da waren wir wirklich schlecht. Aber sonst haben wir eigentlich nie ein Spiel gehabt, wo ich sagen muss, wir waren die schlechtere Mannschaft. Im Gegenteil, da waren wir immer weitaus die bessere Mannschaft. Aber es wird immer Leute geben, die das nicht verstehen und die muss ich auch akzeptieren. Und meine Antwort wird dann, für solche Leute dann wurscht sein, möglicherweise. Was machst du jetzt? Es sind jetzt fast 2 Wochen, diese Länderspielpause. Wie viele Spieler musst du anstellen? Ich habe 5 U21 Nationalspieler in Taxi Funtas, in Ercan Kara und man kann schon mal sagen, genau diese Zeit nutzt du als
zur Regeneration, aber du kannst ja wohl in der zweiten Woche könntest du dann schon Dinge tun, die was wir jetzt gar nicht tun können. Wir waren jetzt nur in dem Regenerationsmodus und das ist eigentlich auch arg. Da haben wir die Mannschaften, die was diese Belastung nicht gehabt haben, die konnten eigentlich immer von Samstag bis oder Sonntag trainieren und können Dinge noch machen. Das haben wir eigentlich, ich habe das jetzt seit Anbeginn der Saison nicht mehr machen können, weil wir nur in diesen Regenerationsmodus sind, vorbereiten auf den nächsten Gegner und dann war es es, ja. Dann machen wir es nicht. Spielen wir durch und dann sind wir früher fertig. Quasi, ne? Ja. Gehen wir früher in die Weihnachtspause. Und da machen wir hinten aus länger. Ja, es ist halt so, wie es ist. Wir müssen das einfach akzeptieren, wie es ist. Und es ist einerseits eine Auszeichnung für die Burm und für den Erci und für den Taxi. Also das freut mich ja grundsätzlich. Andererseits sage ich, weiß ich nicht, ob viele Mannschaften, die so wie Spiel jetzt gehabt haben, weil in anderen Ligen ist dann so, dass dann die Liga ausgesetzt wird. Ja, der Schwabe hat Konferenz gespielt und die haben noch gar nicht begonnen mit der Liga, habe ich gestern mit ihm gesprochen. Und bei uns wird es ja dann strikt durchgezogen. Ja, eben, weil man Cup noch auch hat natürlich und deshalb ist es einfach so, wie es ist. Und können wir jetzt nicht ändern. Nein. Gibt es noch weitere Fragen? Alexander Huber, bitte die Abschlussfrage. Ich habe das, glaube ich, schon vor zwei Wochen gesagt. Aufgrund unserer Kadersituation, aufgrund von Krankheiten, Verletzungen, war es so, dass der Krulli ab den ersten Minuten funktionieren hat müssen. Und der kommt jetzt einmal zu einem großen Club, sage ich. Der kommt von Ried und kommt zu Rapid und muss eigentlich, wo ich immer sage, grundsätzlich so, haben Spieler, brauchen Anlaufzeit möglicherweise, der eine braucht es nicht, der braucht es. Und der hat aber ab den ersten Minuten funktionieren müssen und der funktioniert unglaublich gut. Und das ist schon eine Sache, weil er ein intelligenter Kerl ist, weil er dermaßen am Boden ist. Das, was ihm garantiert hilft, der, was jetzt bis jetzt, habe ich bei dem noch nicht bemerkt, dass der aufgrund seiner Tore und aufgrund, dass er jetzt nicht bekannter ist, hat sich der noch nie verändert oder hat der noch nie irgendeine Anzeigen gezeigt, dass er jetzt glaubt, er fängt zum Fliegen an. Ja? Was in Österreich auch oftmals dann der Fall ist, wenn einer dreimal den Ball trifft. Von da, der ist so weit weg von dem. Und dass er jetzt trifft, ist wunderschön, ist für uns auch gut, war heute wieder gut. Aber es wird dann eine Phase kommen, wo man dann über den selben Krulli sagt, wenn er nicht trifft, ist ihm irgendwas in den Kopf gestiegen. Und das kann ich heute schon beantworten, nein, das wird ihm nicht passieren, weil er einfach zu erdig ist. Weil er ein Landler ist und das meine ich nicht abwertend, weil er weiß, dass er eine Chance gekriegt hat, für Rapid zu spielen und die nutzt im Moment unglaublich gut und er wird uns weiterhin noch viel Freude machen. Christian Hagel, heute gehört dir auch die letzte Frage. Na, die wirst du wahrscheinlich nicht beantworten können wohl. Ich meine, dieses Transferfenster schon langsam nach bis 31. August 0 Uhr. Ja, dann Mbappé noch weg, ja. Na, den werden wir nicht kriegen, glaube ich. Da glaubst du, ist da jetzt bei dir jetzt in beiden Seiten Richtung jetzt noch was möglich? Ja, ich meine, jetzt ist halt noch zwei Tage. Du hast ja schon den Wunsch geäußert, das hat jetzt in der Gruppenphase, um sie doch Abgänge zu befürchten. Ich will jetzt noch mal sagen, und es ist einfach so, wir haben jetzt sehr viele Spieler durchlaufen lassen. Und ich glaube halt, wenn wir einen größeren Kader hätten, wenn wir in der Breite besser aufgestellt waren, weil offensiv war es heute auch so, dass wir eigentlich nichts mehr bringen können. Ich war am Limit, weil wir keinen Offensivspieler mehr gehabt haben. Jetzt, ich habe eigentlich alles eingetauscht, was ich habe. Und wir haben eigentlich nichts mehr zur Verfügung gehabt. Ja? Und dadurch ist es für die Mannschaft wäre es gut, weil die Belastung wird ja nach der Länderspielpause ja nicht weniger. Dann geht es ja genau in diesem Rhythmus wieder weiter, muss man sagen. Und ich glaube, für die Mannschaft wäre es sehr gut, weil jetzt haben wir noch keine Verletzungen, muss man dazu sagen. Und statistisch weiß man ganz hinten raus, wird die Verletzungsgefahr ist weitaus größer wie jetzt noch. Und dadurch braucht man dann einen breiteren Kader und das wäre für uns ganz gut, wenn es so wäre. Und ja, ich hätte nichts dagegen. Aber ich glaube auch an einen Weihnachtsmann und deshalb ist so. Weißt, und deshalb, und der Weihnachtsmann bringt mir auch immer was und deshalb bin ich überzeugt, dass wir auch was bekommen. Ich glaube, so kann man das stehen lassen. Ja.
Weihnachtsmann, weißt du, also, wie gesagt, der Zocke ist Weihnachtsmann, ist, da bin ich überzeugt, dass er der Weihnachtsmann sein wird. Nein, jetzt. Dezember glaube ich nicht mehr so. Jetzt würde ich daran glauben. Somit wünschen wir allen noch einen schönen Abend und vielen Dank.